Drei Bad Boy Mindsets, um Frauen verrückt nach dir zu machen. Wir denken oft vom Bad Boy, dass er ein Arsch sein muss, dass er sich nimmt, was er will, dass er die Regeln bricht und sein Ding macht. Und dass er deswegen attraktiv auf Frauen wirkt. Worüber aber kaum jemand redet, ist, dass es gewisse Mindsets gibt, die jeder von uns anwenden kann und die denselben attraktiven Effekt auf Frauen haben wie der Bad Boy. Und du brauchst dafür nicht mal ein Arschloch zu sein. Die drei Mindsets, die attraktive Bad Boys in normalen Situationen mit Frauen haben, sind: erstens, ich bin hier zu Hause. Denk dir, wenn du gerade durch den Supermarkt schlenderst oder mit Freunden grillen bist und du siehst eine neue und schöne, intelligente Frau, diesen Satz: ich bin hier zu Hause. Mit diesem Satz schütten wir automatisch Glückshormone aus, fühlen uns wohler in unserer Haut und selbstbewusster. Wo wir zu Hause sind, da fühlen wir uns wohl. Aber das erste Mal, als ich mir selber diesen Satz gesagt habe, habe ich mir gedacht, aber das stimmt doch nicht. Ich bin hier nicht zu Hause. Und hier ist die Lösung dafür. Wo wir zu Hause sind, da fühlen wir uns wohl. Aber natürlich sollten wir den Ort, an dem wir uns befinden, auch kennen. Ansonsten können wir uns schlecht zu Hause fühlen. Darum begebe ich mich immer, wenn ich zum ersten Mal an einem neuen Ort bin, zunächst mal auf Entdeckungstour. Ich schaue mir die Fenster an, spaziere nach hinten und gucke, wo die Türen sind, was die Lichtstimmung hier ist. Ich höre auf die Geräusche und schaue, was ich alles entdecken kann, das mir zuvor noch nicht aufgefallen ist. Das kannst du selbst an Orten machen, wo du schon 100-mal warst. Finde genau 3 Details an diesem Ort, über die kaum jemand spricht. Und damit kennst du ihn praktisch wie deine Westentasche. Und damit sind wir beim zweiten Mindset. Ich bin neugierig. Nehmen wir an, du hast eine schöne Frau entdeckt und fragst dich, wer sie ist. In Wahrheit werden wir wahrscheinlich als erstes einfrieren und denken, was mache ich jetzt? Aber dann erinnere dich an das erste Mindset. Ich bin hier zu Hause. Ich bin quasi der Gastgeber. Ich bin für andere da und will, dass es ihnen gut geht. Ich gehe auf andere zu und stelle sie einander vor. Mit diesem Mindset fällt es uns schon viel leichter, auf diese Frau zuzugehen und zu fragen: dich habe ich hier aber noch nicht gesehen. Ich bin Andi. Hi. Wer bist du denn? Und nun kommt das dritte Mindset. Ob du dich gerade zum ersten Mal in diesem Raum aufhältst oder den Raum schon durchscannst und dir diese Frau aufgefallen ist, der Bad Boy denkt sich jetzt den Satz: du willst mich. Es ist dafür tatsächlich nicht wichtig, ob du dafür schon Anzeichen oder Beweise wahrgenommen hast. Schon bevor solche Anzeichen kommen, wird dieser Satz uns helfen, dass wir besser ankommen. Es gab Studien über Studien, die gezeigt haben, dass Sportler, die ihr Ziel schon als erreicht visualisiert haben, auch viel höhere Chancen hatten, dieses Ziel tatsächlich auch zu erreichen. Verglichen mit der Kontrollgruppe, die sich dieses Ziel nicht als erreicht visualisiert haben. Du wirst es dir denken, diejenigen, die sich visualisiert haben, dass sie es gar nicht erst schaffen werden, haben natürlich am schlechtesten abgeschnitten. Warum sollten wir diese gewinnbringende Strategie nicht auch für diesen Lebensbereich anwenden? Es funktioniert wirklich. Aber bevor du dich fragst, ob unser Mindset wirklich so von uns selber veränderbar ist, wird dir Folgendes vielleicht helfen. Wir alle kennen es, wenn wir gut gelaunt sind. Wir genießen den Augenblick, hatten vielleicht gerade eine Realisation oder haben etwas Neues entdeckt, das wir wirklich gerne haben. Und dann sagt uns jemand etwas, das uns aus der Bahn wirft. Und auf einmal ist die Zufriedenheit wieder weg. Was wäre aber, wenn wir jemanden bei uns hätten, der uns ständig nur Gutes über uns erzählen würde? Ein bester Freund, der uns immer unterstützt, immer den Rücken gerade hält und für uns da ist, uns Mut zuspricht und uns motiviert. Diese Stimme ist unser Mindset. Und auch wenn wir nicht immer die Überhand über unsere Stimmung gewinnen, so können wir doch unsere innere Stimme Vorschläge machen, was sie doch denken soll. Und wie wir unser Mindset verändern, geht folgendermaßen. Erstens, wiederhole den Satz immer und immer wieder in der Situation. Besonders wenn du mit Menschen sprichst oder dich vorbereitest, gleich in einer sozialen Situation zu sein. Sag dir den Satz immer wieder in deinen Gedanken. Zweitens, atmen. Atmen nicht vergessen. Atmen hört sich so nichtssagend an. Aber wenn wir uns auf etwas konzentrieren, dann passiert es ganz automatisch, dass sich unser Atmen verändert. Wenn wir uns ganz fest auf eine Sache konzentrieren oder eine Arbeit erledigen wollen, dann atmen wir flacher, unregelmäßiger. Wir sind angespannt und wir können es fühlen. Darum denk an den zweiten Punkt: entspannt und gleichmäßig weiterzuatmen. Und drittens, such nach Beweisen für das Mindset. Jede Situation, die sich dir darbietet, suche einen Beweis darin,
das das Mindset bestätigt. Schaut eine Frau zu mir rüber? Sie mag mich. Schaut eine Frau wieder weg? Dann muss sie wohl nervös sein. Das heißt, sie mag mich. Das hört sich verrückt an, aber es gibt irgendetwas an diesem Mantra, das uns hilft, das wirklich zu fühlen. Es lässt jede Interaktion viel mehr fließen, wenn du dir denkst, natürlich wird mich diese Person mögen, weil ich inhärent liebenswert bin. Auf diesem Wege habe ich und meine Kunden es uns antrainiert, die attraktiven Verhaltensweisen eines Mannes, den Frauen wollen, auch intrinsisch zu verkörpern. Und wenn du in der Vergangenheit einer Frau ein Kompliment gegeben hast, das aber nicht ankam, dann würdest du wahrscheinlich gerne wissen, wie du Komplimente gibst, die Frauen verrückt nach dir machen. Und das bekommst du in diesem Video.